Die Ärzte in Neustadt waren im Grunde ja auch großenteils involviert. Und viele sind schon vor 1933 geschlossen in die SS eingetreten. Im Grunde waren sie alle Mitglieder der NSDAP. Später dann haben sich einige davon abgewandt, ausgetreten allerdings. Ist keiner, war ja, denke ich, auch gar nicht möglich. Zwei haben Neustadt verlassen. Das war der Dr. Distel, Dr. Erich Distel. Er ist in die Reichswehr eingetreten. Da ist er dem Beispiel von Dr. Sondermann aus Emskirchen gefolgt. Das war einer, der das auch gemacht hat. Und es gibt einen zweiten Neustädter Arzt, den Dr. Löwe, der 36 ebenfalls in die Reichswehr eingetreten ist. Die Familie hat Neustadt verlassen. Ja, also es gibt natürlich auch Positives zu berichten. Zum Beispiel hat sich Dr. Pfeiffer in dem Fall Gier, wo diese Frau durch den Neustädter Ortsgruppenleiter und dem Notar und weiteren Nazi Führern ja praktisch zu Tode gehetzt worden ist, indem sie also dem Vorwurf sich hatte aussetzen müssen, mit einem Polen ein Kind bekommen zu haben, und die ist dann kahlgeschoren durch Disbeck getrieben worden. Wow. Die Frau war hochschwanger, als das passiert ist, und ein paar Tage später ist sie dann gestorben. Also auch ein ganz tragischer Fall, und da hat sich Dr. Pfeiffer ganz vehement dagegen gewandt, gegen solche Methoden. Oder nehmen wir den Gustav Schnitzlein. Schnitzlein hat zum Beispiel abgeschossene, einen englischen, zwei amerikanische Flieger vor dem Volkszorn gerettet, denn die Piloten, die abgesprungen sind und praktisch den Abstoß ihres Flugzeugs überlebt haben, die sind dem Volkszorn preisgegeben worden. Die Polizei hatte Anweisung, nicht einzugreifen, wenn die Bauern dann die Flieger erschlagen haben. Und da hat also Schnitzlein zwei dieser Flieger ins Krankenhaus eingewiesen, hat sich also vehement gegen diese Barbarei gewendet. Es gibt ja so ein wunderschönes kleines Album, wo die alle zu sehen sind. Einer von ihnen, der Dr. Bedein, der aus Nordmähren nach Neustadt kam, das ist der Einzige, der nie NSDAP-Mitglied oder auch nicht in der sudetendeutschen NSDAP gewesen ist, sondern sich dadurch hat distanzieren können, dass er dem NSKK, dem Kraftfahrerkorps, Nationalsozialistischen Kraftfahrerkorps, beigetreten ist. Es war so eine Organisation, wo man dann die Möglichkeit hatte, nicht Parteimitglied zu werden und trotzdem nicht sich ausgeschlossen zu fühlen. Aber war das sowas dann bekannt als Nische oder? Nee, überhaupt nicht. Die NS-Vergangenheit hat in der Nachkriegszeit überhaupt keine Rolle gespielt. Das ist einfach schlichtweg negiert worden. Es gibt den einen Fall eines Neustädter Arztes, der Dr. Pelzner, der als einziger von den Neustädter Ärzten, von der Spruchkammer, als Aktivist eingestuft worden ist, während alle anderen als Mitläufer das Verfahren der Entnazifizierung überstanden haben. Und der war nun tief involviert im Fall Gehr. Dann hat er teilgenommen an den Prügeleien, wo also monatlich bei den Polenappellen zum Teil drastische Strafen für geringe Vergehen ausgesprochen worden ist. Also zum Beispiel ein Fall, da hat eine junge Polin ihr Abzeichen, dass sie Polin ist, nicht angesteckt gehabt, und die ist also mit 2x10 Stockhieben bestraft worden, ist nach dem siebten zusammengebrochen und
Pelzen hat weiter prüfen lassen. Mhm. Also ich selbst war auch zweimal im alten Krankenhaus als Patient. Das erste Mal 1952, da kam der Blinddarm raus, direkt am westlichen Fenster stand mein Bett, da war ich also gelegen. Und da kam also, war mitten im Sommer ein heftiges Gewitter auf. Die Fenster waren nicht dicht, die sind dann aufgesprungen, es hat reingeregnet, war eine Riesenlache unter meinem Bett. Und ich erinnere mich noch, als dann die Schwestern kamen, die haben dann gemeint, also ich wäre nicht dicht. Äthernarkose, bekommt man also ein Tuch auf die Nase, über Nase und Mund, und dann wird also Äther drauf getropft und dann soll man zählen. Ne? Also bis 20 haben die gemeint. Das war bei mir nicht der Fall. Ich habe bis 142 gezählt. Ich war so stolz drauf, dass ich so weit zählen kann. Ne? Und dann bin ich also weggedämmert und mitten in der Operation bin ich wieder aufgewacht. Ne? Ich sehe heute noch das Licht über mir und es hat sich gespiegelt und ich sehe mich da liegen und sehe die Wunde. Es waren ja konfessionell, also die Augsburger Diakonissinnen, konfessionell geprägte Pflege, und ich habe das als sehr angenehm empfunden. Sie haben sich also rührend um die Patienten gekümmert. Ja, ich habe also einen guten Eindruck von diesem alten Krankenhaus und von dem Geist, der da geherrscht hat, und diese unendlich liebevolle Fürsorge, die Schwestern den Patienten haben angedeihen lassen. Auch so eine schöne Erinnerung, wo ich das zweite Mal da mit dem Weinbauch da im Krankenhaus war, das Wunschkonzert. Wunschkonzert, ich glaube, das war Mittwochabends. Da hat der ganze Saal Wunschkonzert gehört. Unter den Patienten hat sich so ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt. Ja, da war also der alte Bäckermeister Zürl, der lag so schräg gegenüber an der Tür. Und der ist jeden Morgen aus dem Bett gestiegen, im langen Nachthemd, und hat seine Freiübungen gemacht, ne? Also die Arme oben und gedreht und so weiter. Und eines Tages hat er das wieder gemacht und plötzlich sackt er in sich zusammen und liegt dann auf dem Boden und er war tot. Ne? Mhm. Dann haben sie also die Kinnlade hochgebunden, oben Knoten, und da lag er nun eine ganze Zeit lang. Es war der erste Tote und das erste Mal, dass ich einen Menschen habe sterben sehen. Vielleicht später dann, als ich Bürgermeister war, ne? Da habe ich ja eigenhändig mitgearbeitet, wenn es galt, Putz freizulegen. Ja, wir sind ja da auf Putzreste gestoßen, die aus der Renaissance-Zeit stammen, zusammen mit dem, nicht zusammen, der Herr Gust war der Initiator, und er hat mich praktisch als eine Art Hilfskraft, hat er mich da mitkratzen lassen,